seit dem großen Erfolg des letzten Teils der Fuck J. O. Goethe Trilogie im vergangenen Jahr ist es ruhiger um Elias M.B.A.E.K. 36 geworden. Nach seiner überzeugenden Darstellung im bewegenden Drama Dieses bescheuerte Herz 2017 übernimmt der Schauspieler jetzt eine neue Hauptrolle in der Bestseller-Verfilmung Der Falcolini, wie Konstantin Film am Freitag bekannt gab. Der spektakuläre Mordprozess handelt von Fabrizio Collini, der 34 Jahre lang bei einer Autofirma in Deutschland arbeitet, bevor er scheinbar grundlos den Großvater seiner Jugendliebe Lohanna tötet. M.B.A.E.K. ist in der Rolle des Pflichtverteidigers Kaspar Leinen zu sehen, der mit Strafverteidiger Richard Mattinger, gespielt von Heiner Lauterbach, 65, einen denkwürdigen Gegner hat. In die Rolle der Jugendliebe Johanna schlüpft Alexandra Maria Lara, 39. Regie führt Marco Kreuzfeindner, 41. Die spannende Geschichte nach dem Bestseller von Ferdinand von Schirach wird 2019 in den deutschen Kinos zu sehen sein.